Willi Altig höchstpersönlich lässt es sich bei dem nach ihm benannten Cup natürlich nicht nehmen, in der ersten Reihe zu stehen. Trotz der Absage des Radstars Mark Cavendish hat der Altig Grand Prix viel Spitzensport zu bieten. Ich weiß, dass die Sprinter die Kraft brauchen, heute mehr im Sportstudio, also auf Kraft trainieren, wie wir früher. Wir haben nur mit dem Rad gefahren. Und die Kraft, die wir hatten auf dem Rad, das ist heute, da lacht man drüber. Aber es war halt mal so, man wusste nicht mehr und wir haben halt gedacht, viel Rad fahren und dann wird man besser. Wirklich beeindruckend war am Wochenende die abschließende deutsche Meisterschaft im sogenannten Dirny. Speziell knatternde Motorräder dienen dabei als Schrittmacher für die Radsportler und treiben sie gleichzeitig zu Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h an. Die Geschwindigkeit, dieses Geräusch an sich von den Motoren ist natürlich Wahnsinn. Und diese Distanz auf das Moped hinten drauf zu fahren, aufs Schutzblech drauf zu fahren, richtig, also wirklich dran zu fahren, Striemen auf diesen Schutzblech zu verteilen und dann immer noch die Kontrolle über das Fahrrad zu haben bei diesen hohen Geschwindigkeiten. Also das ist natürlich schon spannend. Für den erfahrenen Mannheimer lief das Rennen allerdings nicht rund. Nach einem verpatzten Start brach er bereits nach 30 von insgesamt 120 Runden ab. Zu schnell war die Konkurrenz enteilt. Vor allem die doppelten Europameister und späteren Titelträger Achim Burkhardt und Christian Ertl fuhren in einer eigenen Liga. Wir haben uns darauf eingestellt, dass wir einen schnellen Start fahren wollen und konnten die Taktik dann auch eigentlich am Start recht gut umsetzen. Und im Rennen, wir waren dann recht schnell im Flow, sag ich mal. Und es war dann einfach nur noch eine Traumfahrt. In der aktiven Ära von Willi Altig gab es Dirny 2 auch schon. Selbst in Erscheinung getreten ist er dabei aber nicht. Seine unzähligen Siege holte er vor allem bei Mannschaftsfahrten. Trotzdem ist er nicht wehmütig. Ich würde sagen, früher war es schöner, nicht besser. Weil im Sport hat halt das Finanzielle zu starken Einfluss. Und dadurch ist der Druck für die Sportler extrem hoch. Und das ist nicht das, was unbedingt der Sportler braucht. Was vor allem die Nachwuchsfahrer brauchen, ist eine gute Förderung. Und wie gut der RRC Endspurt dabei abschließt, wird sich in gut 3 Wochen zeigen. Dann findet das nationale Sichtungsrennen der BDR-Nachwuchsserie in Mannheim statt.